Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Erste Anruferin heute Nacht ist Victoria, 48 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Ja, hallo, servus. Ja, hallo. Servus, das klingt so nach Süden und Österreich oder so. Nein. Franken. Aus Franken. Ist ja auch schon so ein bisschen Süden, von hier zumindest. Von hier ist das tiefer Süden, von hier aus. Ja, ja, ich weiß, feindliches Ausland. Naja, nee. So ich bin ein Freund des Südens, also keine Sorgen. Nee, ich weiß schon. Victoria, um was geht es? Ja, und zwar mein Thema ist, das bezieht sich auf diese Dienstagssendung. Ja. Mit dem Po. Ach, die Geschichten rund um den Po. Genau. Ja. Und zwar habe ich mir 1997 mal so ein niedliches kleines Steißbeinabszess angezüchtet. Ja. Und ich habe das zuerst mit Verachtung gestraft. Angezüchtet, sagst du? Naja, also das war so, ich habe gemerkt irgendwie beim Sitzen, dass da, ich bin mir vorgekommen, als ob ich irgendwie auf irgendwas drauf sitze. Mhm. Und ich habe das aber nicht weiter beachtet, habe mir gedacht, nee, das vergeht schon wieder von selber. Mhm. Und naja, das wurde dann immer hartnäckiger. Aber du hast es dir sicher im Spiegel auch angeguckt, ne? Nee, das sieht man ja, das habe ich nicht von außen gesehen. Ach so, man sieht das gar nicht am Anfang. Nee, das war irgendwo so innerlich. Ich hatte bloß irgendwie das Gefühl, wenn ich da so auf der einen Po-Hälfte gesessen bin, dass da irgendwas, dass ich irgendwie, sag mal, auf irgendwas drauf sitze. Und da war aber nichts auf dem Stuhl oder so. Denke ich mal, sehr eigenartig. Naja, dann habe ich halt die andere Po-Hälfte genommen, um das ein wenig zu entlasten. Und dachte, das vergeht schon wieder. Aber es verging nicht. Nee. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das könnten vielleicht innere Hämorrhoiden sein. Bin in die Apotheke gegangen, habe mir halt dann eben so eine Hämorrhoidensalbe gekauft. Aber das ist ja schon komisch. Die inneren Hämorrhoiden sind ja im Darm und nicht auf den Pobacken, ne? Innerhalb der Pobacken. Ja, aber beim Sitzen merkt man es ja auch, dass da irgendwie was ist, Okay, das ist vielleicht eine sehr sensible Region und man kann das nicht richtig zuordnen, ne? Wo es nur wehtut. Ja, ja, das ist richtig. Und so. Vor allem, man hat ja am Anfang überhaupt nichts gesehen. Ja. Ja, und dann habe ich, und der Apotheker sagte schon zu mir, also wenn das innerhalb von 2-3 Tagen nicht besser ist, soll ich das dem Arzt vorstellen. Ich habe mir natürlich gedacht, nö, das mache ich nicht, weil die Ärzte waren für mich damals persönliche Intimfeinde. Und ich habe die Salbe zwar angewendet, aber das hat keine Wirkung gezeigt. Das hat vielleicht bloß ein bisschen rausgezögert. Naja, und dann wurde das immer schlimmer. Und dann habe ich angefangen, mein Hinterteil mit Eiswürfeln zu kühlen. Also das gesamte Hinterteil, die ganzen Probacken. Ja, das hat sich dann in der Zwischenzeit hat sich das also schon immer weiter ausgebreitet. Und dann habe ich auch schon gemerkt, dass irgendwie, also der Urherd, der ist irgendwo auf der rechten Seite gesessen. Also auf der rechten Seite der Pobacke. Ja, also innerlich halt. Innerlich, ja. Und dann hat sich das halt weiter ausgebreitet und dann habe ich schon gemerkt, dass das langsam auch in die linke Seite übergeht. So, wie schlimm wurde es dann? Ja, das wurde sehr schlimm. Also ich habe mir dann meinen Hinterteil mal angeschaut, das war dann knallrot. Also jeder Pavian wäre vor Neid erblasst, wenn er meinen Hintern gesehen hätte. Aha. Und ich konnte dann auch schon gar nicht mehr aufrecht gehen. Ich bin dann also reumütig zu meinem Arzt gekrochen. Und er hat sich das angesehen und hat gesagt, nee, also das ist kein Fall mehr für ihn, das müsste ins Klinikum überwiesen werden. Also so einen richtigen Pavian-Po. Ja, ja, knallrot. Das ist ja schauderhaft, die Vorstellung. Ja. Ja, nee, die Vorstellung auch, wie weh das dann tut, ne? wenn die Pobacken wirklich so glühend rot sind und geschwollen sind. Nein, also in manchen Nächten, da wäre ich ja beinahe die Wände hochgegangen. Ja. Und ich habe mir halt dann das Hinterteil mit Eiswürfel gekühlt. Ja. So, jetzt hat der Arzt gesagt, es ist nicht für ihn, sondern du musst gleich in die Klinik wahrscheinlich. Ja, also am nächsten Tag. Ne? Der hat mir die Überweisung gegeben und hat dann gesagt, also am nächsten Tag muss ich in die Klinik. Was haben die da genau gemacht? Naja, ich war dann erst noch beim ambulanten Chirurgen, weil ich noch Tiere hatte und so schnell konnte ich die nicht unterbringen. Und dann bin ich nochmal zu dem hin, da sagt er, naja, man kann es auch ambulant machen, das ist halt bloß mit einem ziemlichen Aufwand. Wenn das dann aufgemacht ist, müsste ich jeden Tag zum Verbinden. Habe ich gesagt, das ist kein Thema, das können wir machen. Ja. Gut, dann bin ich bei dem ambulanten Chirurgen am nächsten Tag gewesen. Der hat sich das wieder angeschaut und dann hat er gesagt, na, also wirklich nicht. Und sofort ab ins Klinikum, da bin ich direkt von dieser chirurgischen Praxis ins Klinikum eingewiesen worden mit dem Krankenwagen. Und dann bin ich am gleichen Abend noch operiert worden. Also es war höchste Eisenbahn. Der allerhöchste Eisenbahn, ja. Jetzt schneidet man, ich stelle mir das ganz schauderhaft vor, man schneidet das auf
Ja, was kommt denn da raus? Oder wie? Ja, also die Ärzte haben, ich war ja selber nicht anwesend, geistig, mhm. und die haben gesagt, also als die mich aufgeschnitten haben, dann hat es ja erst einmal gestunken und gezischt. Mhm. Also das war Gasbrand schon. Mhm. Und was war das, Gasbrand? Gasbrand, ja. So nennt man das? Ja, also das hat angefangen zu faulen innerlich. Und dann entstehen so Dämpfe und man schneidet es auf und dann pssst. Ja, da kommt erstmal diese ganzen... Und die armen Ärzte werden beinahe in Ohnmacht gefallen vor lauter Gestank. Richtig. Es waren, um es sich genau vorzustellen, beide Pobacken waren hoch entzündet. Ja, also die Pobacken, nicht der innere Teil des Afters. Nee. Ja? Aber die mussten ja dann dieses ganze angefaulte Gewebe mitsamt diesen ganzen Abszess her, der hat sich ja auch noch ausgebreitet. Ja. Und das mussten die dann ganz tief ausschneiden. Das waren also die reinsten Tiefbauarbeiten, was die da gemacht haben. Das heißt, beide Pobacken wurden richtig ausgeschält quasi. Richtig, genau. Und dann bis vor in die rechte Schamlippe noch rein, in den rechten Oberschenkel, so weit hat sich das da schon ausgedehnt. So weit noch? Ja, ja. Und in der linken Pobacke. Aber Victoria, dann hast du ja gar keinen Po mehr übrig gehabt hinterher. Nee, die haben das also ganz tief ausgeschnitten und dann war das natürlich, und dann haben sie, das war dann so breit, das war also richtig Handteller groß. Das ist ja furchtbar. Ja. Und dann haben die das also erstmal tamponiert. Mhm. Und das musste also jeden Tag musste diese ganze Tamponade raus, die alte, und die neue wieder rein. Aber du lagst im Krankenhaus dann auch auf dem Bauch, ne? Da kann man nicht drauf liegen, oder? Ja, na klar. Ja, also, ja. Und vor allem, ich konnte ja noch nicht einmal eine Decke über mir haben. Ich habe dann einfach bloß den Bettbezug genommen, die Decke raus. Und jedes Mal, wenn ich da drunter, ich habe gestunken wie ein Iltis. Immer noch, nach der Operation auch? Ja, weil es ja, immer ja, noch ja. Suppte das, und... Das hat Tage, hat es noch... Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Ja, das erste Mal waren es dann insgesamt 12 Wochen. Die wollten mich ja noch länger da behalten. 12 Wochen? Ja, ja. 12 Wochen. Ja, und es war ja dann so, also die ersten 2 Tage, wie sie mir, also am ersten Tag nach der Operation haben sie die Tamponade bei lebendigem Leibe ohne Betäubung rausgezogen. Erzähl es uns nicht. Ja, und dann beim zweiten Mal, da haben sie es also unter Narkose gemacht. Mhm, und dann haben sie gesagt, ja, also das dauert länger und nachdem also die das nicht zunehmen können, denn das muss ja von innen rausfallen erstmal und die Spannung wäre viel zu groß, müssen sie mir also einen künstlichen Darmausgang legen. Ach du Lieber, das wird ja immer schlimmer. Ja, und dann eben auch noch ein Blasenkatheter. Victoria, das ist ja der Horror. Ja. Wie lange hat denn diese ganze, dann doch sehr schwere Erkrankung gedauert, bis es wieder in Ordnung kam? Na, also nach den 12 Wochen bin ich halt dann aus dem Klinikum entlassen. Ich hatte dann immer noch meinen Kängurubeutel am Bauch. Mhm. Und die linke Seite, die haben sie dann zwischenzeitlich zunähen können. Mhm. Also Kängurubeutel meinst du, den künstlichen Darmausgang? Richtig, genau. Ja. Und auf der rechten Seite, da war, wo also der Hauptherd gesessen ist, da haben sie zwar angefangen, auch das langsam zuzunähen, nur hat sich da die Naht wieder verabschiedet und dann, ich habe dann gesagt, nee, ich muss raus, ich drehe sonst durch. Und dann haben sie gesagt, naja gut, ist in Ordnung, dann müssen wir das halt Mutter Natur überlassen. Ich muss halt jeden Tag zu meinem Hausarzt neu verbinden lassen. Und das ist heute immer noch so? Nee, also jetzt ist ja das wieder zu. Jetzt ist alles noch. Ja. Jetzt sag mir mal, um so eine Zeitvorstellung zu bekommen, insgesamt, wie lange hat die ganze Prozedur gedauert? Ja, bis das richtig zugeheilt war, waren es dann 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Du bist aber heute ganz gesund wieder. Ja, ja. Und der künstliche Darmausgang ist auch wieder zurückverlegt worden in den natürlichen. Ja, ja. Nee, die wollten mich ja dann erst bei der Rückverlegung wollten die mich ja dann allen Ernstes erstmal überreden, dass ich doch bis an mein Lebensende als Känguru rumlaufen soll. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. So war es nicht vereinbart. 3 Jahre wegen, man denkt so, naja, am Steißbein, am Abszess oder so, klingt so harmlos am Anfang. Und dann wird da eine 3-jährige, sehr, sehr, sehr schlimme und schwierige Krankheitsgeschichte raus. Naja, ich meine, da bin ich ja selber dran schuld. Ich hätte ja eher zum Arzt gehen können. Genau das wollte ich gerade sagen. Auch du, wie wir das oft schon gehört haben, bist schuld. Bisschen selbst schuld, ne? Ja, klar. Hättest du das früh genug einem Arzt gezeigt, dann hätte man früh genug irgendwas... gemacht, dann wäre es nicht so schlimm gekommen. Ja, ich meine, das habe ich ja... Also ihr Lieben, wenn ihr euch das ersparen wollt, was Victoria gerade gesagt hat, geht bloß zum Onkel Doktor und scheut euch auch nicht, ihm mal den nackten Popo zu zeigen. So schlimm ist es nur auch nicht. Naja, ich meine, wenn ich jetzt irgendwas habe, wenn das nicht innerhalb von 3 Tagen eine deutliche Besserung sich einstellt, dann gehe ich zu meinem Medizinmann und zeige ihm das. So soll das auch sein. Ich freue mich, dass du wieder gesund bist, Victoria. Ja. Ich wünsche alles Gute. Okay. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Wiederhören. Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben heute, obgleich wir gerade noch so einen kleinen Nachklapp zum Thema vom Dienstag hatten, nämlich Geschichten rund um den Po, haben wir heute Nacht eine offene Telefon-Talkshow, eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch melden bei mir zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Ich bin verbunden mit Kerstin und Kerstin ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Kerstin. Schön, dein Thema. Mit dir zu reden. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, mein Thema ist meine Tochter Johanna.
die ich gestern vor 2 Jahren zur Welt gebracht habe. Ja. Im 4. Schwangerschaftsmonat. Im 4. Schwangerschaftsmonat. Sie ist auch tot zur Welt gekommen. Ja. Und ja, das war halt alles eine ziemlich schlimme Geschichte damals. Ich hatte vorher schon 2 Wochen in der Klinik gelegen, weil es da Probleme gegeben hatte. Mhm. Wir hatten gehofft, dass es noch gut gehen würde. Es war ein OP-Termin angesetzt. Ich sollte noch operiert werden. Mhm. Und dann einen Tag vor dem OP-Termin kam es dann doch zur Fehlgeburt. Weswegen solltest du operiert werden? Warum? Ich hatte in der Ende 12. Schwangerschaftswoche Blutungen bekommen, ziemlich starke. Und das hat sie aber noch wunderbar überlebt. Nur dann war wohl ein Blasensprung dabei und der ist nicht sofort erkannt worden. Mhm. Und dann gab es so eine aufsteigende Entzündung und das ist dann halt viel zu spät erkannt worden. Ja, da habe ich erstmal Antibiotika bekommen, als es herausgefunden wurde. Und da sollte der Muttermund richtig zugenäht werden, wenn die Entzündung draußen ist, damit sich das Fruchtwasser wieder aufbauen konnte. Ist dein Kind, die Johanna, in dir verstorben? Ja. Wie lange hast du sie noch getragen in dir? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Ich weiß nur, dass sie an einem Freitagabend hat sie noch gelebt. Mhm. Und ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag fingen die Wehen an. Ist sie auf natürlichem Wege dann zur Welt gekommen oder gab es einen Kaiserschnitt? Nee, das ist auf natürlichem Weg zur Welt gekommen. Hast du sie gesehen? Ja. Ja. Darauf habe ich bestanden. Ja. Wie ging es dann weiter? Nun, das Kind war im 4. Monat. Wie groß ist ein Kind im 4. Monat ungefähr? Also Johanna war 10 cm groß. 10 cm. Aber so alles dran, Gesichtchen zu sehen, Hände? Alles dran, Gesicht, Hände, Fingernägel. Füße, Fingernägel. 10 cm ist ja sehr klein. Ne? Ich habe hier gerade so einen Kuli, der ist vielleicht 10 cm. Nein, das ist vielleicht ein bisschen länger sogar schon. Ja. Also ein ganz kleines, zartes Wesen. Ja. Mit Fingernägeln sogar schon. Ja. Ja. Was ist dann mit dem Kind geschehen? Ja, das ist halt die schlimme Geschichte dann. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass sie einfach in den Krankenhausmüll kommt. Das ist nämlich der übliche Weg. Das ist der übliche Weg? Das ist der übliche Weg. Man bekommt, also damals zumindest, vor 2 Jahren war es so, dass man erst ab 500 Gramm einen Totenschein bekommt. Ach, na, das habe ich auch noch nie gehört. Also wenn die Kleine jetzt 501 Gramm schwer gewesen wäre, hättest du einen Totenschein bekommen? Ja. Und sie war weniger schwer? Ja, sie war deutlich weniger. Deutlich weniger. Und deswegen hat sie kein Anrecht auf einen Totenschein. Und das bedeutet, man setzt sie gleich mit einem Blinddarm oder mit einem amputierten Bein oder irgend sowas? Richtig. Ach. Und das konnte ich einfach nicht zulassen. Wir haben uns auf dieses Kind gefreut. Ja. Es war ein absolutes Wunschkind. Und ich fand es auch so widersinnig. Also nach der 12. Schwangerschaftswoche darf man nicht mehr abtreiben. Aber wenn das Kind nach der 12. Schwangerschaftswoche tot zur Welt kommt, darf ich sie auch nicht beerdigen. Das ist wirklich sehr widersinnig und überhaupt nicht verständlich. Ja. Wusstest du vorher, dass es ein Mädchen wird? Nein. Nein. Das heißt, ihr oder du hast ihr den Namen gegeben, nachdem sie geboren war. Johanna. Richtig. Ja. Wir wussten, dass es ein Mädchen ist. Also, nun standet ihr vor dieser absurden Situation, dass das Kind muss eigentlich in den Müll, ne, um es ganz klar auszudrücken. Ja, richtig. Und jeder kann es nachvollziehen, dass man das natürlich nicht will. Wie habt ihr euch verhalten? Wie hast du dich verhalten? Ja, es konnte leider nicht jeder nachvollziehen. Das war das Problem daran. Also ich habe darum gebeten, dass sie beerdigt wird. Und da meinte der eine Arzt auch, ja, ist okay, und hat ein Beerdigungsinstitut beauftragt. Mhm. Die sagten auch erst, alles okay, machen wir. Und dann 2 Tage später hieß es dann auf einmal, ja, wir kriegen ja gar keinen Totenschein. Wir können sie nicht beerdigen. Mhm. Und dann ging das hin und her und dann, ja, war ich halt 2 Tage nach der Geburt nochmal im Krankenhaus und da kam mir die Ärztin entgegen und meinte so, ja, sie können jetzt ihr Kind mitnehmen. Und dann stand ich da, das darf nicht wahr sein, wie, ich kann jetzt mein Kind mitnehmen. Ja, laut Gesetz wäre sie ein Nichts und nichts könnte ich auch mitnehmen. Ach, ja, wie sollst du es in eine Plastiktüte tun oder wie? Ja, die haben sie dann wirklich in eine Plastikdose gepackt, mit Formalin drauf und haben sie mir in die Hand gedrückt. Das ist unglaublich. Also wirklich so völlig unwürdig. Und also das kleine Kind, dein Kind, 10 cm groß, hat man in eine Plastikdose gestopft, Formalin drauf gegossen und hier nehmen sie es mit. Ja, genau. Es ist nichts und nichts können sie auch mitnehmen. Genau. Hast du es mitgenommen?
Ja, mir blieb ja praktisch nichts anderes übrig. Ne? Aber was hast du denn gemacht mit dieser Dose? Ja, dann haben wir überlegt, was machen wir? Wir hatten halt die Information, wir können sie nicht beerdigen lassen. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir haben ein Grundstück im Hunsrück. Mhm. Und dann fahren wir dahin und beerdigen sie da auf unserem Grundstück und pflanzen einen Apfelbaum drauf. Ja, ja. Das war schön gedacht. Mein Mann hatte auch schon einen kleinen Sarg gebaut. Ich stelle mir allein schon diese Fahrt sehr seltsam vor, in den Hunsrück. Ja. Da sitzt ihr in eurem Personenwagen und hinten auf dem Sitz steht diese kleine Schachtel mit dem Kind. Richtig, ja. War es wirklich so, da hast du es in der Hand gehalten die ganze Zeit? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wo ich sie hatte. Ich glaube, ich hatte sie schon vorne bei mir. Mhm. So, jetzt war die Idee entstanden, die ja auch sehr schön ist, diese Idee zu sagen, okay, wir beerdigen das Kind auf unserem Grundstück und pflanzen einen Baum darauf. Ist es dann so passiert? Leider nicht, ist auch nicht zugekommen. Wir sind da hingekommen und haben angefangen, ja, praktisch ein Loch zu graben. Mhm. Und neben diesem Grundstück, da ist so ein Schäferhundverein. Mhm. Und die haben uns graben sehen und haben die Polizei gerufen. Nur weil ihr gegrabt habt? Ja. Mhm. Und dann ist die Polizei gekommen und dann ist die ganze Sache natürlich aufgeflogen. Da sind wir mit dem Polizeiauto praktisch abgeführt worden. Und dann wurde erstmal nachgeforscht, ob ich denn wirklich eine Fehlgeburt gehabt hätte oder ob ich nicht doch mein Kind umgebracht hätte, so nach dem Motto. Mhm. Gut, was man natürlich in dem Moment auch wieder verstehen kann, dass die Polizei das machen muss, aber für euch war es natürlich eine ungeheure Belastung. Ja, also das war so der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich nicht mehr konnte. Da war ich wirklich nur noch in Tränen aufgelöst. Ich hake gerade noch mal ein kleines Stückchen zurück. Du hast gesagt, dass dein Freund oder dein Mann auch einen kleinen Sarg gezimmert hat für Johanna. Ja. Das sind ja auch alles ganz schwere Dinge, die ihr dann habt tun müssen, nämlich dieses Kind aus dem Formalin wieder rauszunehmen, zu säubern, in den kleinen Sarg zu legen. Das habt ihr alles persönlich gemacht, ne? Ja, also mein Mann hat sie dann aus dem Formalin geholt und hat sie da reingelegt. Und ich habe meinen Mann vorher ja noch nie weinen sehen, aber der hat furchtbar geweint. Ne? So, dann habt ihr es natürlich beweisen können der Polizei, dass alles rechtens ist. Wie ging es denn dann weiter? Nun hattet ihr dieses kleine Kind in dem kleinen Sarg und dann? Ja, und dann wurde uns untersagt, sie dort zu beerdigen. Das darf man nicht, ne? Das darf man nicht. Mhm. Und uns wurde auch gesagt, das Ordnungsamt würde montags rauskommen und würde es nachprüfen. Mhm. Und wenn sie doch dort beerdigt worden wäre, würden sie wieder rausholen. Und jetzt standen wir wieder da und wussten nicht, wohin. Und ihr standet da mit dem kleinen Sarg? Ja. Und dann? Ja, dann sind wir wieder zurückgefahren nach Hause. Mit dem kleinen Sarg? Mit dem kleinen Sarg. Mein sie Gott. War nicht mehr in dem Formalin drin. Wir wussten jetzt nicht mehr, was wir noch machen sollten. Wir konnten sie ja nicht jetzt so da liegen lassen. Mhm. War es im Sommer? Das war jetzt am 24. Januar vor 2 Jahren. Mhm. Also schon im Winter, aber da wussten wir überhaupt nicht mehr, was wir noch machen sollten. Ihr seid ja nach Hause gefahren mit dem kleinen Sarg. Wo habt ihr den kleinen Sarg hingestellt? Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Wir haben sie in die Tiefkühltruhe getan. Neben die Pizza? So ungefähr, ja. Wir konnten sie ja nicht so liegen lassen. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man fast lachen, ne? Ja. Und dann? Ja, und dann habe ich eine Woche lang gekämpft, bis ich bei uns hier in der Gegend endlich einen Pfarrer gefunden hatte, der bereit war, sie zu beerdigen. Und das war dann auch noch problematisch, weil es dann hieß, ja, das ist ja ein evangelischer Friedhof und mein Mann ist ja nicht mehr in der Kirche. Mhm. Ich sage, ja, ich bin doch noch in der Kirche, ja, aber ich würde ja nicht im Ort wohnen. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, also es ist jetzt schon fast 2 Wochen her und ich muss sie jetzt beerdigen. Mhm. Es muss irgendwas passieren. Und dann hat dieser Pfarrer dann gesagt, ja, okay, dann mach das schon. Und dann ist das Kind ganz normal beerdigt worden? Ja. Mit einem Pfarrer? Genau. Und wart ihr beiden allein oder waren noch Verwandte dabei? Meine Eltern waren dabei und meine beste Freundin war dabei. Und jetzt hat sie ein richtiges, normales Grab? Jetzt hat sie ein kleines Kindergrab und wir haben einfach eine Stelle, wo wir auch hingehen können. Ist das eine Odyssee, Kerstin, was du gerade erzählt hast? Ja. Das hat eine Woche gedauert und eine Woche stand dieser kleine Kindersarg in eurer Gefriertruhe, im Gefrierfach. Es war 11 Tage nach ihrer Geburt, ist sie endlich beerdigt worden. Kann man denn dann überhaupt normal schlafen im Schlafzimmer? Man weiß eben an, in der Küche liegt die Kleine im Sarg, eingefroren. Nee, also
schlafen konnte ich in der Zeit sowieso kaum. Ja, das muss doch ganz bedrückend sein, auch wenn man morgens aufsteht und Kaffee kocht und man schielt immer zum Kühlschrank darüber und denkt... Tja, es war wirklich nicht leicht. Hm. Es war schon eine schlimme Situation. War es denn dann so, als die Beerdigung stattgefunden hat, dass ihr schon dann sehr erleichtert und fast schon auch ein bisschen froh wart, dass nun dann alles so beendet werden konnte? Ja, schon. Ich glaube, bei meinem Mann war das noch eine größere Erleichterung als bei mir. Mhm. So, bei dem ist wirklich so einiges dann abgefallen und ich hatte da noch ein bisschen länger dran zu knacken. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man, ja, die vergesst ihr in eurem Leben nie. Ne? Das hat sich so eingebrannt. Das liegt 2 Jahre zurück, sagst du, ne? Das ist 2 Jahre her jetzt, ja. Hast du noch mal ein Kind bekommen danach? Ich habe letzten Juni, am 8. Juni, Zwillinge zur Welt gebracht. Du hast Zwillinge auf die Welt bekommen? Ja. Auf die Welt gebracht. Mhm. Ja, 2 Jungs. Mhm. Alles in Ordnung, alles fit? Ja. Prima. Das sind echt wunderbare Kinder. Ja, mhm. Aber die Johanna wird uns natürlich immer fehlen. Ich wollte gerade fragen, kann man, ich meine, das ist ein großes Glück, wenn du dann gesunde Kinder zur Welt bekommst. Ja. Kann dieses Glück diesen Schmerz und diese Trauer überschatten oder sogar wegmachen? Nein, eigentlich nicht. Das nicht, ne? Mhm. Nein. Also die Johanna wird immer zu unserer Familie dazugehören und sie wird uns auch immer fehlen. Mhm. Gehst du viel an das Grab? Ich habe nicht mehr so oft die Möglichkeit. Mhm. So mit den Zwillingen ist das klar, du hast viel zu tun, ja. Ziemlich schwierig. Mhm. Und die Schwangerschaft mit den beiden war auch wieder sehr schwierig. Ich war in der Zeit auch wieder 3-mal im Krankenhaus. Und aber wenn man sowas mitgemacht hat, wie du mitgemacht hast mit der Johanna, hat man da nicht, oder hat Frau in dem Fall nicht irrsinnige Angst, dass eventuell sowas wieder geschehen kann, wenn als du dann schwanger warst, ein weiteres Mal? Ja, das war eine Riesenangst. Mhm. Aber ich hatte diesmal auch dann einiges anders gemacht in der Schwangerschaft. Ich habe mir gleich am Anfang der Schwangerschaft schon eine Hebamme besorgt, die mich durch die Schwangerschaft begleitet hat. Mhm. Und das ist schon mal eine große Hilfe. Mhm. Ja, ja. Und wo natürlich völlig landunter war, das war jetzt auch wieder in der 14. Schwangerschaftswoche, genau in der Woche, wo Johanna gestorben ist, ich mit den Zwillingen auch wieder Blutungen bekam. Mhm. Gott, da gerät man, da bist du bestimmt in Panik geraten. Ne? Ja, sicher. Ja. Gott sei Dank, es ist alles gut gegangen und deine Geschichte war jetzt ein Beispiel dafür, wie absurd es auch in Deutschland mit Gesetzen und Richtlinien und Vorschriften vorgehen kann. Ne? Und in welche Notlagen Menschen geraten können, wenn sie in diese Vorschriftenmühle geraten. Ja, also ich habe gehört, es ist mittlerweile ein bisschen anders geworden, dass es ja wohl leichter ist, auch so kleine Kinder zu beerdigen. Mhm. Aber da sollten wirklich einige Leute mal drüber nachdenken, was sie da so machen. Ja. Grüße deinen Mann herzlich von mir. Danke. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und Grüße noch an dein nettes Team. Das mache ich, Kerstin. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Sophia. Was für ein schöner Name. 24 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sophia. Als erstes erstmal zu der vorhergehenden Geschichte. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe tierisch Gänsehaut bekommen. Mhm. Also sowas zu hören wie Krankenhaus und diese ganzen Leute hinter einem stehen, obwohl es immer heißt, sie sind für einen da. Mhm. Also echt, also nee, also das kann ich nicht verstehen. Ich habe sowas auch noch nie gehört. Also aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt mit ihr, dass sie jetzt wirklich Glück gehabt hat, dass sie endlich das nachholen kann, was sie bei ihrem ersten Kind nicht konnte. Ja, es ist sehr schön, dass alle gesund sind, alle beiden Kinder und dass alles in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Jetzt zu dir, Sophia. Dein Thema. Ja, mein Thema ist Vergewaltigung. Ich bin von einem besten Freund von mir vergewaltigt worden. Von deinem besten Freund? Ja. Also einem platonischen Freund? Ja, genau. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wir hatten eine Geburtstagsparty von einer ziemlich guten Freundin von mir. Mhm. Und ich bin dann morgens, 3:30 bin ich dann von der Feier nach Hause gelaufen. Mhm. Und habe nebenbei ein bisschen Musik gehört und dann habe ich ihn halt auf mich zukommen sehen. Mhm. Und ja, dann haben wir uns halt noch ein bisschen unterhalten über die Party. Das war Zufall, dass ihr euch auf der Straße nochmal getroffen habt? Ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob er es drauf abgesehen hat. Ach so, aber dich hat das nicht erstaunt, dass er da aufgetaucht ist? Nein, überhaupt nicht, weil der fast in der Richtung wohnte, wo ich halt wohnte. Ja, ja. Und daher habe ich mich nie darüber irgendwie gewundert, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, und jedenfalls ist er dann halt an mir vorbeigelaufen. Mhm. Ich habe dann halt meine Musik weitergehört und
Auf einmal merkte ich von hinten so ein Wegziehen. Mhm. Er hatte mich dann halt in den Park gezogen, an dem ich vorbeilaufen musste, und hat mich dort zu Boden geschmissen. Mhm. Und hat sich dann sozusagen über mich begeben, hat mir die Klamotten runtergerissen. Aber da war dir schon klar, dass er es ist? Ja, ne? Ich habe ihn ja gesehen. Ja, aber du sagst gerade, dass sich da irgendetwas gezogen hat von hinten, aber dann, das war dann schnell klar, dass er es ist. Im ersten Moment nicht. Ah ja. Mhm. Weil ja, wie gesagt, er hatte Tschüss gesagt. Genau, ja, ja. Das waren ja vielleicht 5 Minuten, nachdem er mich dann angegriffen hat. Mhm. Und dann? Jedenfalls, wie gesagt, hat er mir die Klamotten runtergerissen und hat ihm halt versucht, mich zu küssen. Und und dann hat er ihm halt versucht, hat mir die Hände ständig runtergedrückt, weil ich ihn wegdrücken wollte. Mhm. Und da hat er ihm dann halt losgelegt. Das heißt, es ist zum Geschlechtsverkehr gekommen? Ja. Ja. Und ich habe ihm halt auch, wie gesagt, versucht, mich zu wehren. Ich habe geschrien. Mhm. Ich habe versucht, ihn wegzudrücken, und dann hat er mich geschlagen. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, wie mir das Blut aus der Nase gelaufen ist. Und ich habe dann wirklich gedacht, jetzt ist es vorbei. Also ihm ist Blut aus der Nase gelaufen? Mir? Dir ist Blut aus der Nase gelaufen? Ja, also ich habe nur gemerkt, wie ihm halt irgendwas Nasses über mein Gesicht gelaufen ist. Hat er auch irgendwie versucht, dich zu würgen? Nein. Das nicht? Nein, nein. Da war weit und breit niemand, der deine Schreie hätte hören können? Also es kam niemand. Wie lange hat das gedauert alles? Ich weiß es nicht. Ich denke mal circa eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Eine Stunde? Mhm. Wie ging es dann weiter? Wie? Jedenfalls hat er mich dann ständig gedrückt. Also er hat mir die Hände zusammengedrückt, und irgendwann mal hat er dann von mir losgelassen, ist aufgesprungen und davongerannt. Und ich habe dann circa eine halbe Stunde dann noch dort gelegen. Mhm. Ich habe wirklich geweint. Mhm. Ich habe mir die Beine zusammengezogen, und mir war furchtbar kalt. Mhm. Und irgendwann mal kam dann ein älterer Herr vorbei, hat mich nur angeschaut und ist vorbei, ist weitergelaufen. Und da bin ich dann aufgestanden und bin dann halt nach Hause gelaufen. Also der hat ja gar nicht geholfen, der hat auch nicht jemanden alarmiert oder so, der ist einfach weitergegangen. Nein, überhaupt nicht. Hast du dich schnell an die Polizei gewandt, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich bin dann erstmal nach Hause, hab geduscht, weil ich habe mich wahnsinnig dreckig gefühlt. Und habe auch jetzt niemanden irgendwie davon erzählt, weil ich mich schäme und ich ekel mich einfach davor. Sophia, wann war das, was du gerade geschildert hast? Das war voriges Jahr Anfang November. Voriges Jahr Anfang November. Mhm. Und du hast bisher noch niemandem davon erzählt? Nein. Nein. Mhm. Weil ich einfach Angst hatte, weil er hatte mich dann ein paar Tage darauf angerufen und hat mir gedroht, wenn ich irgendjemandem was davon erzähle, würde er meinem ersten Kind was tun. Mhm. Und daraufhin hatte ich wahnsinnige Angst und wusste nicht mehr weiter. Dann habe ich schon sehr oft an Selbstmord gedacht, weil, wie gesagt, ich habe einfach wahnsinnig Angst gehabt, und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Mhm. Sag mir mal ein paar Worte noch zu der Beziehung zu diesem Freund. Warst du sehr lange mit dem befreundet? Wir kannten uns 6 Jahre. Und es ist nie etwas zwischen euch gelaufen? Nein. Nein, es war einfach ein guter Kumpel. Ich wusste, dass er was von mir wollte, aber ich bin verheiratet, und daraufhin musste er etliche Körbe abfangen. Bist du im Moment immer noch verheiratet? Ich bin immer noch verheiratet. Das heißt, deinem Ehemann hast du auch nichts davon erzählt? Nein, er ist seit Mitte Oktober im Ausland und weiß überhaupt nichts davon. Und jetzt ist halt das Problem, ich habe vor ein paar Tagen erfahren, dass ich schwanger bin. Davon? Ja. Mhm. Also ich bin jetzt Mitte 2. Monats. Mhm. Und kann einfach mit niemandem darüber reden, schon gar nicht von der Familie her. Also es ist ganz klar,
Wenn du jetzt hinterher rechnest, das kann nur von der Vergewaltigung kommen. Das kann nur von der Vergewaltigung kommen, weil mit meinem Mann habe ich vorher nicht geschlafen. Mhm. Was? Ich meine, es kommt ja alles doppelt und dreifach auf dich zu. Ja. Was ist das jetzt für dich für ein Gefühl, dass du weißt, ich bin schwanger? Ein ekelhaftes Gefühl. Von einer Vergewaltigung. Einfach zu wissen, dass ich Dreck von ihm in mir trage. Mhm. Hast du ihn nochmal getroffen, zufällig, irgendwo auf der Straße gesehen, nachdem er dich angerufen hat danach? Nein. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich erkundigt bei Freunden, ob die was von dem gehört haben. Mhm. Und aber wahrscheinlich wohnt er schon gar nicht mehr hier. Mhm. Jetzt lass mich nochmal zu deinem Mann fragen. Du sagst, er ist seit Oktober letzten Jahres im Ausland. Genau. Das heißt, er war Weihnachten, ihr habt euch Weihnachten auch nicht gesehen. Nein. Es gab gar kein Zusammentreffen. Aber ihr telefoniert doch bestimmt miteinander. Ja. Merkt er das nicht, dass mit dir was nicht stimmt? Dass da was? Er hat mich schon oft gefragt, was mit mir los sei. Mhm. Also, weil ich habe ruhiger gesprochen und auch ein bisschen verängstigt. Mhm. Also er hat mich schon sehr oft darauf angesprochen, aber... Hast du habt ihr ein inniges Verhältnis miteinander, ein großes Liebesverhältnis? Ja. Ja, das schon. Mhm. Ja, also sonst erzählen wir uns eigentlich alles. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach Angst um mein Kind. Ja, also es sind ja jetzt ganz viele Probleme da. Es ist die Angst um das Kind. Es ist das Problem, gehst du mit deinem Mann um, wann und wie sagst du es ihm? Ja. Dann ist die Frage... du brauchst ja Hilfe, du kannst ja nicht so alleine weitermachen. Umso besser, dass du heute Abend hier angerufen hast und auch durchgekommen bist. Mhm. Dann ist die Frage, wie man vielleicht auch strafrechtlich vorgeht, dass man ihn vielleicht doch anzeigt. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Erstmal geht es jetzt um dein Befinden. Was passiert mit der Schwangerschaft? Willst du das Kind behalten? Nein, um Gottes Willen. Mhm. Also das kann ich erstens meinen Mann nicht antun, weil er hat immer gesagt, wenn ich sowas höre, dann würde ich am liebsten denjenigen sonst was abschneiden. Mhm. Und also behalten, um Gottes Willen, das kann ich nicht machen. Jetzt will ich mal eine Formulierung von dir aufgreifen, Sophia, die du gerade gesagt hast. Mhm. Du sagst, dass du Angst hast um dein Kind, das ist ja verständlich. Ja. Und du hast auch noch was anderes gesagt, nämlich, dass du dich so schämst. Ja. Warum schämst du dich? Ich schäme mich einfach vor der Nacht. Vor der Nacht? Ja, was mir halt da passiert ist. Mhm. Weil ich kann das nicht erklären. Das ist einfach nur ein Schämen. Ich kann auch anderen Leuten nicht in die Augen gucken. Mhm. Wobei du trägst ja überhaupt gar keine Schuld, Sophia. Ja, und das rede ich mir halt die ganze Zeit ein. Das musst du dir gar nicht einreden, weil das ist ja objektiv so. Der Täter und der Schuldige, die schwere Schuld trägt dieser Mann, nicht du. Ja. Du bist das Opfer. Ja. Du hast überhaupt gar keinen Grund, dich zu schämen. Du hast nur allen Grund, zornig zu sein. Du bist verletzt und traurig und alles mögliche, aber du brauchst dich nun wirklich nicht zu schämen. Ja. Was meinst du, wie oft ich das schon gehört habe von Menschen, die auch sexuell missbraucht wurden, die dann immer sagen, ich fühle mich so schmutzig und schäme mich auch. Ja, als hätte ich selbst Schuld daran, hätte es selbst irgendwie mit bewirkt, dass es dazu gekommen ist. Was ja völliger Unsinn ist. Na, ich habe ja versucht, die Anfangszeit das zu verdrängen. Alle Menschen auf dieser Welt, Sophia, alle Menschen, auch alle, die jetzt zuhören. Ja. Das sage ich dir. Das sage ich so. Hundertprozentig alle Leute sagen, die Sophia hat natürlich keine Schuld und die Sophia hat überhaupt gar keinen Grund, sich zu schämen. Ja. Alle Leute sind auf deiner Seite im Moment und haben Mitleid mit dir, was dir passiert ist. Und haben Wut auf diesen Mann, der das mit dir gemacht hat. Ja klar, das geht mir genauso, aber irgendwann kam das eben halt immer wieder hoch. Mhm. Irgendwie muss ich Schuld haben. Also ich habe als erstes die Schuld immer bei mir gesucht. Ja, aber das ist genau der Fehler. Du hast überhaupt auch nicht ansatzweise eine Schuld. Du bist Opfer eines Verbrechens geworden, Sophia. Ja. Du bist Opfer eines Verbrechens, eines ganz schlimmen Verbrechens geworden. Und du trägst du trägst da überhaupt keine Schuld. Hm. Also ich finde, dass du unbedingt eine psychologische Betreuung brauchst. Und wir werden dir gerne behilflich sein, mein Psychologe, der Peter Gleich, dass sich jemand um dich kümmert und dass du in gute Hände gerätst, kommst in der nächsten Zeit. Das finde ich ganz wichtig, dass du nicht ganz alleine dastehst. Mhm. Dann finde ich auch, aber das wird sicher dann auch in diesen psychologischen Gesprächen Thema sein, dass du deinen Mann informieren solltest. Ja. Das gehört ja dazu, wenn man in einer Liebesbeziehung ist, dass man eben auch sowas Schlimmes auch dem Partner
sagen muss und dass man eben auch das Leid miteinander teilt und nicht nur das Glück, wenn man, ja, wenn man miteinander, ja, verbunden ist. So, und wenn das alles erstmal besprochen ist und wenn du dich ein bisschen auch gefangen hast, auch vielleicht mit Hilfe eines Psychologen, dann sollte darüber nachgedacht werden, ob dieser Mann nicht angezeigt wird. Ja. Ich weiß, du hast Angst um dein Kind und das ist auch eine berechtigte Angst. Aber das solltest du erstmal mit Leuten, die sich mit solchen Fällen auskennen, auch ausgiebig beraten. Und da ist die erste Anlaufstelle wirklich ein guter Psychologe oder eine gute Psychologin. Ja. Du hast das all diese Wochen jetzt für dich alleine mit dir rumgetragen. Das muss ja, die Hölle gewesen sein. Das war wirklich, also ich bin kaum noch auf die Straße gegangen. Mhm. Hab im ersten Moment mein Kind vernachlässigt. Mhm. Also es ist jetzt so, sie zieht sich immer von mir zurück. Mhm. Also sie ahnt irgendwas. Mhm. Und ich habe kaum was gegessen. Mhm. Also ich habe jetzt innerhalb der Zeit habe ich 25 Kilo abgenommen. Mhm. Habe fast regelmäßig Alkohol getrunken, um das zu verdrängen. Mhm. So. Und wir dann halt wie. Das ist natürlich keine Lösung, ne? Ja, und du kannst das habe ich ja jetzt auch festgestellt. Deswegen habe ich jetzt halt versucht anzurufen. Ja, ja. Weißt du, ich finde so sehr wichtig, dass du jetzt wirklich die Sache in die Hand nehmen musst. Und wenn du das nicht allein nur für dich tust, sondern eben auch für dein Kind. Ja, das war jetzt auch so, ich konnte nächtelang nicht schlafen. Und wenn ich geschlafen habe, dann habe ich ständig von der Nacht geträumt. Mhm. Und das ist einfach das Grauenvollste, was es gibt. Also ich muss ehrlich sagen, nee, also ich kann mit den Leuten mitfühlen, denen das passiert ist. Mhm, Also nochmal, umso besser, dass du angerufen hast und dass du dich auch getraut hast, das hier zu erzählen. Das ist ja auch ein großer Schritt. Du hast es ja jetzt richtig in der Öffentlichkeit erzählt, was dir passiert ist. Ja. Und ich sage noch einmal, alle Menschen sagen, dass du keine Schuld trägst, Sophia, sondern dass man dir jetzt ganz schnell helfen muss. Und wie gesagt, mein Psychologe, der Peter, wird dir jetzt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was das ist wunderbar. Einmal die psychologische Betreuung anbelangt. Dann würde ich auch raten, dass du vielleicht einen Kontakt zum Weißen Ring aufbauen solltest. Das ist eine sehr gute Vereinigung, eine Gruppierung, die sich um Gewaltopfer kümmert. Das kann aber der Peter dir alles gleich erzählen. Ja. Und sprich ganz offen mit deinem Mann darüber. Ich versuch's. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und leg bitte jetzt auf und wir rufen dich gleich zurück. Das heißt, Peter ruft dich zurück. Okay. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.37 Uhr und 31 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne reden wollt, euch unterhalten wollt mit mir, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Und ein Hinweis noch, morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören, im Radio bei 1 Live und dann Montag wieder im Radio und im Fernsehen. Ich bin jetzt verbunden mit Stefan und Stefan ist 31 Jahre alt. Guck mal. Hallo Dunja. Hallo Stefan. Hallo, wie geht's? Ja, nach dem, was man gerade so gehört hat, geht's nicht so gut, aber... Ja, gut, okay, das waren jetzt traurige Themen. Was ist dein Thema, Stefan? Ja, und zwar, ich habe vor einigen Monaten mit dir schon mal gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es ging darum, dass ich in der Disco ein Mädel kennengelernt habe, oder wo ich dachte, es wäre ein Mädel, und die sich nachher als Mann entpuppte. Ja, ja, ich erinnere mich, ja. Ja? Wie lange ist es her? Ach, wie lange ist das her? Wo ich dich angerufen habe, vier Monate. Ja, so ungefähr, ne? Ja, so ungefähr. Knappes halbes Jahr. Mhm. Ja, genau. Mhm.
Und jetzt habe ich die Person wieder getroffen. Also damals warst du, wenn ich mich recht erinnere, ganz entsetzt. Ne? Ganz entsetzt, und warst genau. auch böse, ne? Genau. Und fandst das gar ich nicht so wollte, schräg? Ja, genau. Ich wollte nur weg. Mhm. Und erzähl es doch nochmal ganz rasch für die Leute, die sich daran nicht erinnern können. In Diskothek, du warst in der Diskothek, tolle ja, Frau, tolle Frau gesehen, angebaggert. Ja, eigentlich kuriose Geschichte, genau. Also, sag's mal ganz kurz, nur als Zusammenfassung. Ich habe in der Disco die Frau kennengelernt, mhm. oder wo ich dachte, es wäre eine Frau. Mhm. Hab mir die angeguckt, wir haben auch was zusammen getrunken, mhm. Haben rumgeknutscht, mhm. sind ab zu ihr nach Hause mhm. und haben da auch noch Sekt getrunken, mhm. ab ins Bett. Mhm. Ja, und dann beim Fummeln habe ich dann plötzlich entdeckt beim Griff in ihre Hose. Da ist was, was nicht hingehört. Ja, genau. Da ist was, was nicht dahin gehört. Da ist irgendwas zu viel. So, und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für dich als gestandener Mann. Und bist ich meine, heutzutage, okay, ich lache darüber, klar. Aber auf jeden Fall, das Ganze endete so, dass du dann wirklich entsetzt aufgesprungen bist. Ja, ich bin entsetzt aufgesprungen. Hast nicht weitergemacht nach dem Motto, auch interessant, machen wir das auch mal, sondern du bist rausgegangen, ne? Ich bin rausgegangen. Das heißt, sie wollte mich überreden, dass ich da bleibe und ach, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Nee, ich habe mich davor geekelt. Aber, aber sie hatte einen richtigen Busen, ne? Ja, klar. Ja, das war schon echt, oder? Das war echt, ja, ja, klar. Mhm. So, dann bist du rausgegangen und das war erstmal ein Schock fürs Leben. Das war erstmal ein Schock fürs Leben. So, und zwar, wie sich im Nachhinein irgendwann rausstellte, war das eine Person gewesen, die halt eine Frau werden wollte. Ein transsexueller Mensch, mit, ja. Ja, mit mhm. Operationen mhm. und halt war nicht fertig operiert, lief aber schon als Frau rum. Mhm. So, ich bin halt drauf reingefallen und jetzt Silvester habe ich sie wieder getroffen. Mhm. Ja. Zufällig? Ja, doch, zufällig. Ja, ihr habt euch nicht gezielt verabredet? Nein, um Gottes Willen. So, jetzt stand die Person vor dir, die du eigentlich nicht mehr so gerne sehen wolltest. Ja, genau, ne? Ich wollte bis dato mit der Person überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. So, jetzt haben wir uns Silvester getroffen, wusste nicht, wo ich feiern sollte, bin halt in der Disco rein. Mhm. So. Es war auch dieselbe Disco wie damals, mhm. nur ich hätte im Traum nie dran gedacht, dass ich diese Person da wieder treffe. Also das ist nicht so eine einschlägige Disco, wo sich Leute transsexuelle gerne treffen? Nein, eine recht normale Disco. Das ist eine normale Disco hier in Bochum, ja, ja, klar. So, und dann? Ja, und dann ja, habe ich sie getroffen und wir haben uns zuerst natürlich gestritten. So, mhm. wie konntest du das wohl machen mhm. und so, du bist ja total bescheuert. Mhm. Ja, und dann irgendwie, Alkohol hemmt halt alles. Mhm. Irgendwie haben wir uns dann verstanden, haben uns unterhalten. Hab wieder geknutscht? Wir haben geknutscht, sind aber nicht zu ihr nach Hause, weil ich wusste ja, war mein Mann, ne? Und das ist auch jetzt noch im Hinterkopf bei mir. Nur mittlerweile denke ich über die Sache ein bisschen anders. Also, war mein Mann, hat sie sich inzwischen operieren lassen? Ja, klar. Ach so. Ja. Ach so, also in den letzten 4 Monaten hat die Operation stattgefunden? Genau. Ah, so. Mhm. Genau. Mhm. Und, das hat sie dir auch da erzählt? Und war das so ein Grund? Das hat sie mir erzählt. Ja, war das so ein Grund für dich, dass du dich dann auch wieder so ein bisschen angenähert hast? War es nicht nur allein der Alkohol, sondern auch so die Überlegung, ist ja vielleicht jetzt nicht so ganz schlimm. Sie ist ja jetzt eine Frau eigentlich. Also ich sag mal, an dem Abend war es mehr oder weniger der Alkohol. Also konnte keinen klaren Gedanken fassen irgendwie. Aber sie musste ja schon irgendwie gefallen, ne? Wenn ihr schon wieder da rumgeknutscht habt. Ja, sie hat mir gefallen. Also, sie hat mir ja auch damals gefallen. Also die, Züge von ihr, beziehungsweise damals ihm, waren immer schon weich. Ja. Und, aber ihr seid nicht im Bett gelandet. Nein. Ja, wie ist der, das war nun Silvester. Silvester ist nun wieder schon wieder ein paar Tage her. Wie ist der Stand der Dinge jetzt, heute? Der Stand der Dinge heute ist, ja, das ist so, also die Person geht mir halt nicht mehr, also Petra heißt sie, sie geht mir halt nicht mehr aus dem Kopf, irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat sie es mir angetan. Habt ihr denn telefoniert miteinander nochmal oder euch da getroffen? Nee, wir haben uns nochmal getroffen, wir haben uns mal zum Kaffee verabredet nach Silvester. Und weil, ja, ich habe Silvester gesagt, okay, ich meine, das kann es ja nicht sein, dass wir uns heute sehen, das letzte Mal, wir müssen uns nochmal sehen. Mhm. So, und dann haben wir uns verabredet zum Kaffee trinken. Gut, haben wir auch gemacht. Ich weiß nicht, also diese Person, also irgendwie, da ist irgendwas. Verstehe ich jetzt das so richtig, dass du schon interessiert bist an dieser Frau? Ich bin an schon dieser, interessiert, an der Person? Aber im Hintergedanken bleibt noch immer, es war mein Mann. Und das ist die einzige Hemmschwelle. Ja. Ich weiß jetzt absolut nicht, was ich tun soll. Wobei dieses ja eigentlich so ein rein theoretischer Gedanke ist. Und es war mein Mann, es ist ja nun kein Mann mehr. Ja, gut.
Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich würde mal fast sagen, dass das, was du gerade formuliert hast, mich hält das zurück, weil sie war mal ein Mann. Ja. Ist eher eine moralische Hemmschwelle, als denn eine wirkliche Hemmschwelle. Denn das Wirkliche, das Emotionale bedeutet doch, dass du dich hingezogen fühlst zu dieser Person, zu dieser Frau. Und könnte man da nicht einfach so denken, ist doch völlig egal, was diese Person früher mal war oder gemacht hat. Entscheidend ist doch, was ich hier jetzt vor mir habe. Ja, also ich muss dazu sagen, ich denke ein bisschen kompliziert. Das heißt, wenn ich jetzt mit dieser Person zusammenkomme, ja, so, und irgendjemand weiß, dass das mein Mann war, also garantiert weiß das irgendjemand, so, und dieser jemand sieht sie und mich zusammen, ich weiß nicht, was der dann von mir denkt. Hör mal, Stefan, dann musst du Manns genug sein und auch zu so einer Freundin stehen. Das wäre ein schwaches Bild, wenn dich die Meinung von irgendeinem Hampelmann, der sich darüber lustig macht, wenn diese Meinung dich umhauen würde. Also das wäre wirklich ein schwaches Bild. Wenn du diese Frau interessant findest und wenn du dich gar in sie verlieben würdest, darf das überhaupt gar kein Thema sein, was da irgendwelche anderen Leute mal eventuell denken würden, könnten. Mensch. Ich weiß auch, dass... Aber beschäftige dich doch erstmal mit der Frau. Vielleicht bist du ja gar nicht so verliebt. Vielleicht löst sich das auch wieder auf, aber tu es doch erstmal. Ja, also ich weiß, dass diese Person auch deine Sendung regelmäßig sieht. Aha. Vielleicht sieht sie es ja heute. Aha, die Petra und, also. Ja, genau. Ja. Und vielleicht sieht sie es ja und irgendwie, vielleicht kommt sie ja irgendwie drauf, dass ich dann doch irgendwie auf... Ja, du bist aber auch ein bisschen feige, ne? Anstatt sie... Hast du eine Telefonnummer von ihr? Nee. Aber du weißt, wo sie wohnt? Ich weiß, wo sie wohnt, ja. Da könntest du eigentlich auch mal hinfahren oder ihr einen Brief schreiben, wenn du dich nicht so ganz direkt traust. Und nicht hoffen, dass sie vielleicht eventuell diese Sendung hört und dass sie dann eventuell und hin und her und tausend Ecken. Also ich weiß, dass sie nachts öfters vom Fernsehen hängt. Also Petra, eigentlich ist er ja ein ganz netter. Er ist noch ein bisschen ängstlich, aber das kriegen wir schon auch noch hin. Dankeschön, du hast mir viel Arbeit abgenommen. Super. Vielleicht hat sie denn deine Telefonnummer? Auch nicht. Auch nicht? Auch nicht. Na gut, aber du weißt, wo sie wohnt und das ist ja schon mal die halbe Miete. Ja, ich will aber meine Telefonnummer jetzt auch hier nicht übers Fernsehen. Nein, natürlich nicht. Also ich frage nur, wenn ihr beide euch treffen wollt, dann geht das schon. Ja, ja. So, jetzt wirst du morgen schön zu Petra fahren. Und wenn sie das nicht heute hier verfolgt hat im Radio oder im Fernsehen, dann wirst du ihr ganz, ganz stolz davon erzählen. Und dann guckt ihr mal, wie ihr so zueinander kommt oder ob ihr überhaupt, vielleicht ist es ja auch gar nichts mit euch beiden, aber beschäftigt euch einfach mal miteinander. Also sagen wir mal so, es wird die Sache ziemlich einfacher machen, wenn sie es jetzt sehen würde. Na klar. Also damit sie wirklich sieht und hört. Warum würde das die Sache einfacher machen? Weil sie dann von deinen Ängsten auch wüsste? Ja. Mhm. Ja, weil... Ja, verstehe ich. Kann ich zu ihr hingehen und sagen... Tralala, ich stehe auf dich, bla bla bla. Ne? Ja, verstehe ich. Also da muss ich mir schon was anderes irgendwie einfallen lassen. Und deshalb wollte ich dich mal jetzt fragen, was willst du machen? Hingehen. Ich kann auch verstehen, dass du, das natürlich ist das ja auch eine ungewohnte Situation für einen heterosexuellen Mann. Und das ist natürlich auch ein vielleicht auch etwas komplizierter, vielleicht mit einem transsexuellen Menschen zusammen zu sein. Deswegen kann ich das alles nachvollziehen, dass du erstmal ein bisschen vorsichtig, ein bisschen irritiert bist. Da will ich dich gar nicht jetzt irgendwie sehr massiv in die Ecke stellen oder so. Aber du darfst dich nicht darum kümmern, was die Leute sagen. Das ist wirklich nebensächlich. Ich nehme deine Unsicherheit viel ernster, die du hast im Umgang mit Petra. Aber versuch es doch ganz einfach mal. Das Herz zieht dich ja irgendwie zu ihr hin, ne? Habe ich den Eindruck. Ja. 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 Pass mal auf, wir können das so machen. Ich kann dich ja darum bitten, ob sie mir 10 Minuten von deiner Sendezeit leist, ihr irgendwie eine Mitteilung zukommt. Ja, nicht gerade 10 Minuten. Also ich würde mal sagen 10 Sekunden. Ja, okay. Also ja, wenn du 10 Minuten, was meinst du, was man in 10 Minuten alles sagen kann oder muss? Wenn du es willst, bitte, der Sender gehört dir, sprich. Petra, wenn du mich jetzt hörst und siehst, ich habe eine gewisse Hemmschwelle, es dir irgendwie so persönlich zu sagen. Und ich hoffe drauf, wenn du die Sendung jetzt siehst, dass du mich ein bisschen verstehst. Und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass wir ein bisschen offener miteinander reden können. Na super. Das wäre eigentlich das,
was ich haben will. Und würdest du denn auch der Petra ankündigen, dass du in den nächsten Tagen mal bei ihr vorbeikommst? Ja, kann ich auch machen. Das wäre auch ganz schön. Also Petra, Domian besteht drauf, so, dass wir uns in den nächsten Tagen sehen. Genau so ist es. Und wir werden nochmal irgendwann miteinander telefonieren und dann erzählst du mir, wie die Geschichte weitergegangen ist. Auf jeden Fall. Okay, Stefan? Ich werde morgen sofort dahin. Ja. Ich werde nächste Woche versuchen, dich nochmal anzurufen. Na prima. Und dir dann zu sagen, wie es gelaufen ist. Oder wir versuchen, dich anzurufen, dann musst du nicht so viel telefonieren und so viel wählen, weil es ist ja schwer durchzukommen. Ja gut, so schwer. Also ich habe am Montag versucht. Ja, manche haben Glück und manche wählen ein Ja. Wir machen das mal so, es ist einfacher für dich. Ich wünsche gutes Gelingen und alles Gute. Ja. Und bin gespannt, wie der Flitzebogen, wie es weitergeht. Ja, kannst du mir einen Gefallen tun? Na bitte, kannst noch ein Autogramm von dir schicken? Ja, leg mal auf und wir rufen gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja? Okay. Okay. Toi, toi, toi. Ja, gut. Tschüss. Okay, tschüss. Michael, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, genau, Abend, Jürgen. Na, und Michael. Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich Sterbehilfe leisten soll oder nicht. Mhm. Bei wem? Bei meinem eigenen Vater. Und zwar ist folgendes, er ist seit 17 Jahren an der Dialyse. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Dialyse was sagt. Blutwäsche. Ja. Hatte mehrere Herzinfarkte, auch Schlaganfälle, sitzt seit ein paar Jahren im Rollstuhl. Mhm. Hat auch zwei Fehltransplantationen von der Niere gehabt. Mhm. Hat der zweiten Fehltransplantation, das hatte meine Mutter nicht verkraftet. Sie hatte damals angefangen zu trinken. Mhm. Als wir es gemerkt haben, war es zu spät. Sie ist am 7.1. letzten Jahres verstorben. Mhm. Mein Vater hat es nie überwunden, weil er sich auch immer selber Schuldvorwürfe macht. Er hatte auch jetzt im Dezember einen Selbstmordversuch unternommen, den ich Gott sei Dank noch verhindern konnte. Was? Wie hat er das gemacht? Er wollte sich erhängen. Er hatte eine Schnur festgezogen und wollte sich dann aus dem Rollstuhl schmeißen. Mhm. Und das habe ich seiner Kollegin ja auch gesagt, mit dem Krankenhaus und alles, wo er da drin war. Jetzt befindet er sich zurzeit wieder im Krankenhaus. Er hat Wasser in der Lunge. Mhm. Und die Füße fangen von innen an auszutrocknen. Und die Ärzte haben gesagt, weil sich schon einige Hautpartikel schon wirklich schwarz gefärbt haben, mhm, besteht das Problem, dass sie ihn wahrscheinlich beide amputieren müssen. Und er wird wahrscheinlich eh jetzt nicht mehr lange zu leben haben, weil er in den letzten Wochen und Monaten so halt wieder abgebaut hat. Mhm. Und ich habe auch mit meiner Schwester gesprochen und wir wollen ihm einfach keine Amputation mehr zumuten. Mhm. Die ganzen Vorbereitungen und dann die ganzen Qualen und es wird jetzt über in kürzester Zeit vorbei sein. Wie alt ist dein Vater? Er ist gerade mal 58. 58 erst. Mhm. Mhm. Weiß jetzt absolut nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Weil und es sieht jetzt alles danach aus, dass jetzt die Amputation irgendwann folgen wird. Mhm. Und ich habe vor, bevor dieser Schritt passiert, eben dann irgendwie die Geräte abstellen oder irgendwas anderes, man das halt friedlich einschafft, damit wir wenigstens die Schmerzen ersparen können. Liegt er denn? Ist er denn angeschlossen an viele Geräte im Moment? Er liegt jetzt momentan wieder im Krankenhaus. Ich habe ihn gestern Abend bewusstlos im Rollstuhl gefunden, als ich vom Training kam. Mhm. Hab dann sofort über Hausnotruf den Notarzt alarmiert. Mhm. Der hat ihn auch sofort ins Krankenhaus gestern Nacht eingewiesen. Mhm. Ja, und er liegt, er schreit nur noch vor Schmerzen, auch mit den Füßen. Ist teilweise gar nicht mehr ansprechbar. Er ist wirklich total apathisch. Er erkennt mich manchmal gar nicht mehr, genau wie meine Schwester. Mhm. Aber er liegt ja jetzt erst seit gestern wieder im Krankenhaus. Seit gestern, mhm, liegt er erst im Krankenhaus. Du sagst, wann erkennt er dich nicht? Wann ist er apathisch gewesen? Er erkennt mich manchmal nicht mehr in der Wohnung. Mhm. Da ist er total erschreckt. Er hat mich auch schon gefragt, wer sind Sie? Da musste ich ihn aufklären, dass ich sein eigener Sohn bin. Er kriegt manchmal überhaupt nichts mehr mit. Mhm. So. Deine Schwester ist wie alt? Meine Schwester ist von 74, die ist jetzt 27, die wird jetzt 28. Mhm. Ihr lebt ihr zu dritt in einem Haushalt? Nein, nur noch mein Vater und ich wohnen hier. Mhm. Hast du mit deinem Vater so über Sterben oder auch über Sterbehilfe gesprochen? Er hatte öfters schon gesagt, dass er nicht mehr leben will. Mhm. Nur wir hatten das in dem Moment, wir haben ja sehr guten Kontakt mit seinen Dialyseärzten. Mhm. Und die hatten dann immer nur gesagt, wir sollen auf das Thema mit ihm nicht eingehen. Mhm. Bis er dann eben jetzt diesen Selbstmordversuch letztes Jahr unternommen hatte. Mhm. Und
und auch die Ärzte, die Dialyseärzte und auch die Ärzte im Krankenhaus, die kennen ihn seit 40 Jahren, die sagen auch alle, er hat seinen Lebenswillen verloren. Er verweigert seit Tagen die Nahrung mehr oder weniger. Die tun ihn ja immer jetzt schon ins Dialysegerät irgendwie noch irgendwelche Sachen rein, weil er weigert sich einfach nur was zu essen. Die Ärzte rufen an. Das heißt, zu Hause, als er noch zu Hause war, hat er auch nichts mehr gegessen? Nein, anscheinend nicht, weil ich habe ihn ja nicht die ganze Zeit im Auge gehabt. Aber er konnte sich, als er zu Hause war, konnte er sich noch so alleine irgendwie helfen? Wenn du alleine mit ihm lebst, bist du ja der Hauptverantwortliche gewesen und kannst es ja beurteilen. Also nur noch sehr, sehr, sehr schwer in letzter Zeit. Er konnte sich im Rollstuhl vorher noch einigermaßen vorwärts bewegen, hatte zwar Schwierigkeiten beim Butterbrot schmieren, aber das hat er immer gesagt, er möchte es doch selber versuchen. Wer hat ihn denn ins Bett verbracht? Wie war es mit... Das habe ich meistens gemacht. Und wie war es mit der Toilette und der Dusche und dem Waschen? Wie ging das? Aber mit dem Waschen, das hat er aus dem Rollstuhl immer gemacht. Und eben auch mit der Toilette, das hat er so gut, wie es noch ging, mit den Füßen dann immer noch selber einigermaßen geschafft, sich ein bisschen irgendwo festzuhalten und zu drehen. Die letzte Zeit musste ich ihn auch unter anderem von der Toilette hochheben, aus dem Bett hochheben, weil er gar nicht mehr hochkam. Die Füße sind wirklich, die haben sich jetzt über Nacht, hatten die sich wieder gepellt, die sind total dunkel geworden und alle, die Zehen sind angeschwollen und wirkt jetzt so eine Art dunkelblau, so eine ganz komische Farbe, die man schon nicht mehr beschreiben kann. Er kann die Füße auch kaum mehr bewegen. Sobald er die Füße bewegt, schreit er nur noch. Er hat schon morphiumhaltige Tabletten jetzt bekommen von den Ärzten, die auch nicht anschlagen. Dann hast du gerade etwas gesagt am Anfang, was ja in Deutschland sehr umstritten ist und sehr schwierig ist, nämlich aktive Sterbehilfe zu leisten. Ich weiß. Wie, du hast ja wahrscheinlich irgendwelche, oder ihr, du, deine Schwester, habt ja irgendwelche Gedanken. Du hast gerade eine Andeutung gemacht. Wie würdest du es denn ganz konkret machen wollen? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die man anführen kann. Ich habe mit meiner Schwester nur allgemein über das Thema gesprochen und hatte ihr gesagt, bevor es zu einer Amputation kommt, werde ich diese Amputation, also werde ich dem Leben vorher ein Ende setzen, damit wir ihm die Schmerzen nicht mehr zumuten. Und meine Schwester sagt auch, dass wir ihm eine Amputation aufgrund der Krankheit nicht mehr zumuten können. Das habe ich jetzt so verstanden, ja. Und die Frage war, wie ihr das vielleicht machen wollt. Vielleicht irgendwie Tabletten, dass er geben, dass er vielleicht samt einschläft oder... Es gibt ja die Möglichkeit... Ja, man kann ja nicht irgendwie Tabletten geben, das geht ja nicht. Ja, also ich sag mal, ich habe hier mehrere verschiedene, ich habe ja auch die ganzen Rezepte, ich stelle ja auch teilweise nachts die Medikamente zusammen, wenn es ihm schlecht geht. Ich kenne ja auch die ganzen Nebenwirkungen sämtlicher Tabletten. Oder es gibt zum Beispiel eine andere Möglichkeit, eine Spritze mit Luft in den Schlauch einführen, einen bestimmten Schlauch, der am Körper mit angeschlossen ist, wenn er beatmet wird, was momentan zum Glück noch nicht der Fall ist. Also... Da gibt es so viele Möglichkeiten. Bist du sicher, dass dein Vater das würde wollen? Also, auch die Andeutung. Er meint, er scheint selber zu merken, dass es jetzt zu Ende geht. Und als er auch von den Ärzten erfahren hat, dass er sehr wahrscheinlich eine Amputation irgendwann jetzt in nächster Zeit bevorstehen könnte, dass er auch total zusammengebrochen. Er hat auch gesagt, er will es nicht. Meine Schwester und ich, wir waren ja auch bei den Ärzten und hatten uns unterhalten, was wir dann noch machen. Also Michael, ich finde, das ist eines der schwierigsten Themen schlechthin. Und es gibt sicher überhaupt niemanden, der von außen einen Rat geben kann. Du weißt, dass du dich strafbar machst, wenn du das tust. Ja, das ist das Problem. Du hättest es vor deinem Gewissen zu entscheiden. Die Frage ist immer, ob derjenige wirklich nicht mehr leben will. Und selbst wenn er nicht mehr leben will, ob er auf diese Art und Weise sterben möchte? Ich sag mal, ich sehe es von der Hinsicht, dass es für ihn einfach das Beste ist, weil er hat so viel Leid und Schmerz. Und ihm dann noch für ein paar Wochen oder was doch mal solche Schmerzen dann nochmal zufügen. Da denke ich echt, dass es für ihn das Beste ist. Und ich fühle mich in der einen Hinsicht ihm auch irgendwie schuldig dagegenüber, ihn von diesen Schmerzen jetzt zu erlösen. Weil wenn sie jetzt wirklich amputieren werden, das entscheidet sich ja jetzt mit dem Fuß und das sieht jetzt immer schlimmer danach aus. Das haben mir die Ärzte auch heute gesagt, dass es immer wahrscheinlicher wird. Wie gesagt, und... Michael, niemand wird dir einen Rat geben können. Jeder, wie ich es gerade auch gemacht habe, wird dir nur sagen, die Gesetzeslage ist so, die Gewissensentscheidung obliegt dir. Jetzt geht unsere Sendung zu Ende.
Ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Und du wirst dann mit meinem Psychologen nochmal sprechen. Auch der wird dir keinen konkreten Rat geben können, aber ihr könnt das nochmal etwas ausführlicher, auch ohne Zeitdruck, erörtern. Ich kann dir überhaupt gar nichts dazu sagen, außer dem, was ich gerade gesagt habe. Alles klar. Ich muss mich jetzt leider von dir verabschieden. Gut, damit danke ich mich und wollte ja auch sagen, dass deine Sendung wirklich gut ist. Dankeschön. Vielleicht können deine Leute die Sendung ja mal ein bisschen verlängern noch. Dankeschön, Michael. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen sind wir ausschließlich im Radio und im Fernsehen wieder am Montag. Gute Nacht. Ciao.